Hallihallo und recht herzlich willkommen zurück zu Spiel 4 diese Woche. Jawohl, wir haben wieder ein neues Match vor der Brust. Gestern 2-0 Sieg, Dienstag eine 3-4 Niederlage und dann am Montag wieder ein 1-0 Sieg. Also wie gesagt, defensiv entweder Top oder Flop im Moment. Der Reihe nach müsste ich jetzt sagen, wäre wieder Flop dran. Aber ich will es ja nicht verschreien. Ich hoffe trotzdem, dass wir das irgendwie noch drehen können, das Ganze natürlich. Was heißt drehen? Ich hätte gerne den dritten Sieg diese Woche eingefahren. Positive Bilanz und so. Müssen wir mal gucken, ob das machbar ist. Zwei Spiele haben wir ja noch. Jetzt müssen wir erstmal einen Gegner suchen. Jemanden, den wir aus der Gruppe kennen. Aus der NHL-Gruppe auf Facebook. Wäre nice. Wir haben einen Gegner. Bohus HC. Basel Arena of McDavid. Okay. Und direkt abgebrochen. Toll. Gibt es die nächsten Punkte für uns? Oder zählt es nicht, weil das Spiel noch nicht begonnen hat? Doch, sehr schön. Sehr schön. Plus 11 Punkte. Nice. Das hat mich kurz die Mannschaft von ihm interessiert. Da werden wir uns nachher kurz was anschauen jetzt. Weil, wie gesagt, ich bin froh, wenn ich jetzt eine Folge Abbruch habe, weil dann kriege ich die fünfte Folge auch noch heute hin. Carlson. Mhm. Oh, Ken Paula. Deine relative Base-Mannschaft nenne ich es jetzt mal. Und einzelne Positionen verstärkt, ja. Weil ein paar Leute haben mich nach der Taktik gefragt, welche Taktik wir spielen. Dann kann ich die euch heute zeigen. Und hab dann immer noch die Möglichkeit, ein Spiel zu machen. So, können wir einlösen. Es kommt immer die Frage, ob ich Hood Champion spiele. Spiele ich nicht. Ganz einfacher Grund. Ich krieg pro Spiel zwar 400 Punkte. Das reicht uns hier aber nicht. Weil, wie gesagt, wenn wir nur 400 Punkte kriegen, ich kann nur 5 Spiele spielen die Woche. Im Endeffekt. Bisschen offline natürlich noch dazu, aber dann spiele ich ja auch nur Squad Battles, damit ich da noch gefühlt, wenn ich schaffe, mehr Packs kriege. Holen wir mal kurz die hier ab. Dann ist auch gut dabei. Da fehlt uns dann noch einiges. 2000 Schüsse sind halt viel. Aber wie gesagt, wir haben jetzt hier zumindest schon mal einiges abgeholt. Zweimal Objekteingang und zwei, ja, Collectibles, yay. Die würde ich kriegen, ist okay. Was wollt ihr jetzt nachschauen? Taktik. Aufstellung verwalten. Strategien. Meine aktuelle Strategie sieht wie folgt auf 1-2-2 aggressiv, 1-2-2 rot. Trap Forechecking, alles auf Forechecking. Offensivdruck zurückhaltend, Defensivdruck Tor sichern, Defensiv Strategierückzug, Penalty Kill, passive Box. Powerplay spiele ich aktuell Umbrella und das funktioniert, wie ihr bei mir seht, ja oftmals eigentlich sehr, sehr gut, das Powerplay von uns. Powerplay tragen Dump. Wir tragen das Powerplay. Beziehungsweise eigentlich wir dumpen es rein. Dann eigentlich dumpen. Ne, wir tragen Powerplay, sorry. Aber dann macht. Doch, macht Sinn. Powerplay tragen und wir spielen Forechecking, das passt. Kontrolle, Strongside Curve. Mate, das könnt ihr einstellen, wie ihr wollt. Zone früh verlassen und passiv. Hab's lieber, wenn meine Spiele vorsichtig sind und nicht einfach voll blind draufgehen und dann hinten in den Konter reinlaufen. Dies bei allen vier Reihen gleich. Wir tragen die Scheibe. Spielen, Effizienz ist mir, Energie, wir spießen, Energie ist mir wichtiger als Effizienz und wir blocken die Scheibe, wenn möglich. Und Verteidigungspaar sieht wie folgt aus, Linie halten, beziehungsweise da stoßen wir, machen wir einen Vorsch, ne, machen wir Linie halten, ich komme mit diesem Regler immer nicht klar. Machen wir Linie halten und hier schießen wir.
Genau. Also ich bin ein Fan davon, wenn wir schießen. Ist, glaube ich, auch gar nicht so schlecht. Treffen wir immer wieder. Wir treffen ja immer wieder von der Blauen. Also das ist, wie gesagt, Angriff und Verteidigung ist auf alle drei Reihen gleich. Könnt ihr ja mal unterschiedlich machen. Aber ich glaube, es kommt dann auch auf den Spieler drauf an, wen ihr da habt. Ich würde, wenn ich spielen würde, so würde ich sagen, keine Ahnung, wenn ich defensiven Spieler habe, würde ich sagen, wir spielen anstatt schießen. Offensive haben meistens einen guten Schuss, da würde ich dann halt eher schießen. Genau. Ich habe nichts verändert. Genau. Und ja, für die sich immer wieder fragen, wie sieht die Mannschaft aus? So sieht die Mannschaft aus, immer noch. Ja, ich habe das letzte Mal gestern eben die Reihe rausgeschmissen, weil ich wusste, dass die defensiv stärker sein sollten als die. Problem ist nur, dass die halt treffen wie im Fließband eigentlich. Das ist immer so die Reihe, wo ich nicht ganz weiß, was ich mich da machen soll. Und hier hinten müssen wir halt noch anpassen. Wie gesagt, Giroud kommt eigentlich weg. Wir brauchen da noch einen guten Center, der hinkommt. Ja. Das ist immer ein bisschen. Wir brauchen noch einen Rechtshänder, weil wenn wir noch einen Rechtshänder hätten, wird eben Huge wegkommen. Giroud bleiben. Dreisaitl wird auf den Flügel rübergehen, dann hätten wir noch ein Center und Linden würde dann eben hier reinkommen. Die würden dann natürlich alles eins nach hinten, also sprich Crosby hinten mit Dreisaitl und Giroud. Hier würde Tavares stehen, da würde dann Linden stehen, Turcotte, McKinnon und Zegras unverändert bleiben. Genau. So, dann wisst ihr es auch. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen wieder zu Rivals und dann haben wir unser letztes Spiel. Bis dahin, ciao und fort, bleibt gesund. Wir sehen uns.